So, I am back. Also, naja, eigentlich we are back, Ja. weil hier ich spiele ja wieder zusammen mit dem lieben Eckhart. Ja, hallo. Und wir haben auch heute einen Gast, der zwar vielleicht immer mit dabei ist oder fast immer, und zwar Linko. Hallo. Genau. Ja, wie ihr hier schon seht, wir spielen weiter mit unserem General Cross, also mit mir. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier auf OK. Und wir gehen auf LAN und wir erschaffen mal wieder. Eigentlich wollte er Eckhart erstellen, aber bei Eckhart sieht es dann irgendwie Linko nicht. Und bah. Wir hatten beim letzten Mal die Koop 02 Lite. Dafür haben wir... Gute 2 Stunden gebraucht. Ja, nee, wir hatten insgesamt 2 Stunden gebraucht. Insgesamt 2 Stunden. Also dafür hatten wir etwa so die so 6 Folgen haben wir dafür gebraucht und also so oder 5,5. So, okay, deshalb nehmen wir jetzt die 03 Dark, damit ihr auch mal so ein bisschen die dunklen Völker kennenlernt. Normale Gegnerzahl, Spielerlimit 3. Spiel haha. So, Bitte warten. und bitte warten. Ja, ich warte sehr gern. Ich habe jetzt eine Woche für die nächste Aufnahme gewartet. Ich hab's gefunden. Einer hat's gefunden. Ah ja, ich auch. Der Sehr gut. zweite hat's gefunden. Wer nimmt welches Volk? Ist jetzt unsere Frage. Orks. Du nimmst Orks. Was willst du nehmen? Trolle. Okay, dann nehme ich Dunkelelfen. Los geht's. Go, okay, er schreibt schon Go, er schreibt schon Go. Schließen wir das Spiel, es war total unnötig, aber das mache ich immer. Und dann starten wir mal. Jetzt hat jeder ein Volk und da geht das ja am besten. Wir sind auch alle Stufe 5, nehme ich Ja, zumindest an. Stufe Und 5. so, da sehen wir wieder dieses entzückende Wesen. Wenn ich das mal so anmerken darf. Jetzt muss das Video ab 18 machen. Ich bin ja schon bald Stufe 6. Und es, ja, die bei den anderen ist noch nicht da, die anderen sind noch nicht da und deshalb muss ich warten. Almost there. Ja, bei den anderen wird es angezeigt, almost there. Die erblicken noch dieses reizende Wesen. Ja. Wir werden gezwungen dazu. Seid ihr auch da? Ja, Ja, gut. jetzt schon, ja. Okay, wo ist denn mein Mund? Wir müssen erstmal ein Monument suchen. Wir zoomen mal nah ran. Oh, da hinten ist schon so ein Blitz, da wird so ein Lager sein. Schön. Rechts oder links, rechts oder links. Rechts. So, da hinten ist das Monument der Dunkelelfen. Ich finde ja, das Monument der Dunkelelfen sieht am geilsten aus von allen Monumenten. Ich frage mich, wo die Trolle sind. Ich glaube, du bist in die falsche Richtung gerannt, wenn ich da auf meiner Minikarte, auf deiner Minimap so sehe. Bei Habt mir ihr gibt es beide nämlich euer keine. Monument noch nicht gefunden? Nein. Keine Ahnung, ihr müsst mal vielleicht so in Richtung Kartenrand gucken. So, Wahrscheinlich. wir produzieren mal hier ein bisschen und wir gucken mal. Ich habe Was? eins gefunden. Wir haben doch bestimmt hier irgendwelche Pläne halten. Genau, wir haben doch letztes so Pläne halten. Dann können wir jetzt hier die Pilzfarm einfügen. Das sieht sehr Und vertraut aus bei hier. den Orks können Werde wir ich Glück die haben. Wildschweinzucht und hier bei den Menschen können wir die Getreidefarm einfügen. Monument der Trolle gefunden. So, der dritte hat auch endlich sein Lager gefunden. Schön. Hat ja lang genug gedauert. Ja, So, wir zu nehmen hier. lange. Wir haben genau wie die letzten Folgen auch ein Volk, was nur mit Stein baut. Schön. Also als Startvolk zumindest. So. Leute, habt ihr ja eigentlich hier auch schon Heldenmonumente gefunden? Nein, noch nie. Nein. Naja, erkunden wir jetzt am besten gleich mal ein bisschen. Mit unserem Helden. Machst du dein Handy aus? So, hier, der baut Eisen ab. Jetzt sind wir schon mal ganz gut dabei. So. Hier ist auch Mondsilber, das können wir leider noch nicht abbauen.
Ich hoffe ja, dass wir in dieser Map irgendwann ein paar neue Runen bekommen. Weil wir sind ja, warte mal, wir können ja mal gucken. Wir sind zurzeit nämlich recht doof dran, weil wir haben keine Türme. Außer ich. Ja, und die einzigen, die Türme haben, und die einzige, also der einzige, der Türme hat und die auch einsetzen kann, ist hier etwa schon ein Lager? Ja, so wie es aussieht. Hier steht einfach nur ein einzelnes kleines Haupthaus und nichts weiter. Na, ich glaube, in der Mitte ist ein Strahl, aber ich weiß es nicht. Nee, aber nicht da unten. Hm. Komisch. Ich greif's einfach mal an. So. Ja, mach mal. So, die hier können ja bestimmt auch schon immer bloß Augen auf die Minimap lassen. Na toll. Wir kriegen es jetzt hier schon mit feindlichen, wir kriegen es hier in dieser Map mit feindlichen Trollen zu tun. Ja, das sind Trolle. Solche Viecher baut er hier. Das sind die Arbeiter und die bewegen sich genauso hässlich. Da finde ich ja die Orks noch ein bisschen besser, aber am geilsten sind Dunkelelfen. Dunkelelfen forever. Geschmackssache. Ja, das ist Geschmackssache. Mein Geschmack ist eben das Dunkelelfen. Orks sind große, fette, dumme Viecher. Nee, groß sind die, die sind nicht besonders groß. Nee, groß? Nee. Na gut. Ja, stimmt, sind die groß. Groß sind sie nicht. Die sind breit und hier, warte, ich zeig's euch mal. Hier. Die sind nicht sonderlich groß. Die sind breit, also haben viele Muskeln und so, sehen ein bisschen doof aus. Ja. Gucken ein bisschen doof. Genau wie ihr Herrchen und. Naja. Das jetzt nie irgendwie weiter. Nee, musst du nicht. Ich glaube, du bist mal wie schon wieder ein bisschen leise, hm? Ja, das stimmt. Ja, da musst du ein bisschen achten. So, ihr drei baut mir jetzt eine Mine. Juhu, eine Mine. Dann können wir effizienter abbauen. So. Dann müssen wir noch warten, bis wir ein kleines Haupthaus bauen können. Und dann sehen wir weiter. So, was baut denn hier? Was wird denn hier eigentlich alles schon fröhlich gebaut? Du bist schon auch schon an der Nahrungsbeschaffung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid alle weiter als ich. Naja, eine Holzfällerhütte, Fischerhütte, ein Jagdhaus und Keulenschnitzer. Und so viel zum Thema, du bist langsam. Ja. Ja, ne? Oje, bei mir wird's noch dauern. Warte mal. Welche Stufe sind hier eigentlich so? Stufe 4. Stufe 4. Ist endlich dieses kleine Haupthaus mal platt gemacht? Das dauert ja ewig. So. Naja. Okay. Das dauert ja ewig. Oh, wir können jetzt auch, glaube ich, auch schon Einheiten bauen. Todeswirbel. Ah, darauf sparen wir mal. Und hier ist das. Das ist immer noch nicht platt. Wie ewig dauert das denn? Wieso ist mein Arbeiter geschwächt? Mein Arbeiter ist geschwächt. Ich vermute mal, der hat sich mit einem Tier angelegt. Ach so, mit so einem Büffel, ne? Mhm. Oh ja, oh ja. Gefährliche Beute. Ja, Büffel. Ein Büffel schlägt auch mal zurück. Das ist doch ganz klar. So, ich lasse jetzt mal mein. Könnt ihr mal eure Helden? Ne, warte mal, ich muss kurz was gucken. Leck. Mein Volk braucht überhaupt kein Eisen. Was, deins? Ja. Naja, doch später. Ich glaube, dein Volk braucht später Eisen. Aber es kann eventuell selbst kein Eisen abbauen. Das ist genauso wie bei Elfen. Die brauchen auch später für ihre besten Einheiten, brauchen die auch Elfen. Brauchen die auch Eisen. Elfen. Können aber selbst keins abbauen. Sich also nur von anderen Völkern was liefern lassen. Könntet ihr bitte euer so liebenswert sein und eure Helden ebenfalls mit dort an diesen Eingang schicken? Ja. Schon unterwegs. Vielen Dank. Ach so, ja, damit's nie. Ja, du verstehst schon, warum. Ich verstehe schon, aber da kommt schon der Erste an. Da kommt schon der Erste. Ein Zerstörer. Ein Zerstörer? Alter, ich habe hier einen Haufen Wald. Guck dir meinen ganzen Wald an, den ich habe. Na, dann holst du ihn doch ab. Ich brauche keinen Wald. Das ist krass. Den Urok Zerstörer Level 3 müsste ich doch tot kriegen, hä? Den müsste ich tot kriegen.
wenn ich den mal treffen würde. Unterstützung naht. So. Eile dir zu Hilfe. Oh Gott, wir haben einen Fernkämpfer mit dabei. Ja, wir haben einen Fernkämpfer und jetzt schlage ich schon Alter doppelt Schwede. Zu. Ich bin hinten. Also wir haben jetzt einen mit Schwer, wir haben jetzt, achso, er ist Fernkämpfer. Und Magie. Genau. Für Isaac. Dann ich bin ja leichte Kriegskunst und Elementarmagie und er schwere Kriegskunst und weiße Magie. Da ja. Kommen schon die nächsten. Oh, die greifen an, die greifen an. Naja. Ich nehme den rechten. Wir können auch beide auf einen gehen, das macht vielleicht ja. Auch Sinn. Warte kurz. Boah, ich mach 24 Damage. Das ist ordentlich. So, wir müssen schon schön auf die Tropf gehen. Auf die Tropf. Helden greifen nämlich von allein nicht. Lags, oh. Mega Lag. Und jetzt Standbild. Ich hab Standbild. Oh mein ich Gott. Auch. Laserstrahl. Ah, jetzt ja. Dein Scheiß Laserstrahl. Hat für uns, hat bei uns von Standbild gesucht. Also meine Keule haut ganz schön drauf. Ja, dafür schlag ich in dem gleichen Zeitraum, mit dem du zuschlägst, zweimal zu. Boah, jetzt ist schon wieder. Ich kann meine Hände bewegen. Kommt mal wieder zurück. Das ist ja extrem. Ja, hey. Wir müssen ein Stück zurück. Du könntest ja mal ein paar Türme bauen. Du kannst ja Türme bauen. Ich? Nein, ich. Nee, du kannst theoretisch auch einen Turm bauen, aber dazu brauchst du Elenia und das hast du noch nicht. Hm, stimmt. Ich baue jetzt erstmal einen Keulenschnitz. So, ihr und ihr baut jetzt alle erstmal ein Nahrungslager. Wir brauchen ja eine schöne Nahrungsversorgung. Na toll, die greifen auch wieder an. Eckart wird angegriffen. Oh. Ich helf dir, du kriegst ihn schon tot. Jo, mach mal. Ja, yeah. Bam. Zack. Oh, dann habe ich voll den Knüppel zwischen die Eier gelötet. Ja, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. So. Sah zumindest lustig aus. Das Upgrade, das haben wir jetzt auch gebaut, das ist sehr schön. Die bauen das Nahrungslager und ich fange jetzt schon mal an, Armee aufzubauen. Zumindest so eine kleine Verteidigungsarmee. Und es reicht nur für einen Assassinen. Ich klicke da fünfmal drauf und es kommt nur ein Assassinen raus. Mhm. Okay. Ich brauche jetzt halt richtig viel Stein. Ich habe dafür 5. Nein, das waren jetzt schon 6. 1, 2, 3, 4, 5. Und damit können wir gleich unser neues Gebäude ausprobieren. Die Pilzfarm. Und schon wieder solche Typen, die mich hier kaputt machen wollen. Hm. Komm, geh tot. Hey Leute, so. Helft mir mal. Ich werde von 3 Typen gleichzeitig angegriffen. Ja, ich helfe dir. Uruk Champion. Na, ja, regnet dafür Erfahrungspunkte für mich. Nee, die Erfahrungspunkte wird geteilt. Nein! Die werden geteilt. Diesmal, wieso steuere ich eigentlich die ganze Zeit hier den Bildschirm über die Pfeiltasten? Ich kann sie doch auch ganz einfach über WASD steuern. Das ist viel angenehmer. So, mache ich auch. Hm. Das ist viel besser, wenn man 2 Bildschirme hat. Ein Assassine. Und jetzt habe ich jetzt, ich produziere auch schon einen zweiten. Ein Heldenmonument habt ihr nicht gesehen. Ne? Noch nicht. Ich habe schon 3 Schläger. Oh, dann du die mal hier mit zu meinem Assassinen. No. Der sieht auch total episch aus. Ich kenne Schmiede? Anscheinend noch nicht, wenn du das noch nicht bauen kannst. So, rennen wir mal unserem Männle hinterher. Da kommt noch ein anderer. Ne, warte mal, ich schicke. Oh, ich schick ein das Männle einfach mal hier hinter. Bleib doch mal stehen! Bei mir kommt gerade das Skelett anmarschiert. Oh! Trolle gegen Trolle. Ja. Wie kommt das Skelett in dein Dorf rein? Das watschelt halt total drum als Bote quasi. Ja, weil da hinten gibt es nämlich glaube ich auch ein Lager. Stufe 5, hallo? Das sollten wir schon das zerstören. Das sollten wir auf jeden Fall auslöschen. Ich muss hier leider erstmal bei mir zurück, weil die prügeln jetzt uns alles zusammen. Wenn da 3 mindestens kommen, die machen ja alles platt. Ja. Ich lasse meine Leute hier vorne stehen, du bitte auch. Dabei suchen wir das Lager.
Wir sind ja schon so ein richtig koordiniertes Team. Der Büffel ist nicht ganz so leicht tot zu kriegen, hä? Nur so ein Büffel? So ein Büffel ist eben ein Büffel. Der hält ein bisschen was aus. Ja, ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Die sind auf einem... Ich kenne die Map auch aus der Kampagne. Ja. Ah, bei uns ist auch ein Knochenstreiter. Ich glaube, Arbeiten. Die sind... Warte, ich guck mal, ob ich es finde. Und noch ein Knochenreiter. Streiter. Streiter, sag ich doch. Also ich vermute ja, die sind hier oben. Guck mal, das ist sogar ein Skelett, oder? Nur ich weiß wo das Lager ist. Ja, vorhin ist dran vorbeigewatschelt. Soll ich es da mal auslöschen, oder? Geht du das? Allein kriegst das bestimmt nicht hin, das